Ich muss erstmal kurz mal die Tränen hier aus den Augen wischen. Sag mal, das war ja aber auch. Gut, ich würde mal sagen, wir öffnen die Tür. Mal gucken, wo es uns jetzt hin verschlägt. Bist du bereit, Benni? Ja. Ich muss mal ganz kurz hier mir nochmal einen Schluck Rüstung antrinken. Was gibt's denn heute bei dir? Aber wir wollen ja jetzt hier kein Product Placement machen. Bei mir gibt es heute Rio-Rio-Mate. So, okay, let's Okay. do it for America. Ah, okay, ist immer noch unser schöner. Ignoriere sie. Okay. Ja. Ja. Dann ignoriere sie mal. Ne? Du bist ja der Spielende. Oh, was macht die da? Oh. Was ist das denn? Oh. Knights in White Satin. Never reaching the end. Zurück, mach mal einfach Brett zu. Reicht mir hier mit der. Ach du Scheiße. Oh, was ist das? Farbe? Nee, ist Stoff, ne? Oder soll Stoff darstellen? Oder soll das einfach so klebrige, dicke, fette Farbe darstellen? Na, ich. Nee, oder? Das würde ja jetzt Stoff sein. Meinst du? Also gibt es so. Ja, doch, es gibt so eine Farbe, ja klar, gibt's ja auch. Also halt so richtig dicke, fette Ja. Ölpasten irgendwie. Oh, guck mal hier. Oh, I'm sad. Ja, erinnert mich ein bisschen an Lucy. So, was haben wir hier? Ah, a boy and a girl. And there's heartache. Und hier ist noch eine andere Frau. Oder eine Tochter. Oh, guck mal, da sind überall noch so. Überall Töchter. Ja. Hellblau, schlumpfig. Oh, guck mal, ach, das ist ja kein Tanzsaal. Das ist ein Kinderzimmer. Also, ein hochgradig verstörendes, sehr Narben hinterlassenes Kinderzimmer. Und drunk, besoffen. Selfish. Selfish, egoistisch. Oh nee. Mich nicht. Oh Gott. Hat die Uchi ihr Pferd getötet? Wieso? Oh Mann, oh! Oh Benni, ich will nicht! Die eine tötet ihr Pferd, die andere tötet den Vogel. Mann! Nee. Oh Gott. Was ist das denn bitte für ein kranker Scheiß, Alter? Was ist denn das für eine kranke Scheiße? No, that's not right. Try again. Don't give me that look. What do we do when we fail? We start over. You're better than this. Now sit down and this time, let's make it perfect. Das ist ein Kind. Ja, sehr schön. Geht da nichts über elterlichen Druck. Na? Schön, schön der projizierte Stress der Eltern. Das Kind, die Erwartungshaltung, ne? Teddy. Ah, oh, ja, wie sagt, wie pflege ich immer zu sagen? Teddy! Hallo! Tja, schön, Teddy, war schön mit dir. Scheiße. Und YOLO! YOLO! Okay. Der hat einen Partyhut auf. Hey, what is that? Wait, what day is it? It's Sunday? You mean I... Oh, well, why didn't you come and get me? God damn it! You know how I get when I'm caught up in my work! Tja, fünfter Geburtstag.
der lief wohl irgendwie ohne Papa. Aber wenn ich mir das so angucke irgendwie, dann ist das, glaube ich, auch nicht so schlimm, dass der ohne Papa stattfand. Aber es wird... Krass ist, wie ist er da oben reingekommen, um da ganz zu malen? Kinder finden Wege. Ja, genau. Oh Mann, Alter. Folge den Pfeilen. Oder den Geräuschen. Oder der Ratte, die da gerade lang gelaufen ist. Oh, voll über den Panda gemalt. Ihr Schweine. Ach, guck mal. Wir sind wieder da. Mhm. Ich mach mal Licht an erstmal. Einfach mal, damit wir uns vielleicht hier mal ein bisschen kurz aktivieren. So. Oh, schau. Ah, ist das unsere Frau? Wahrscheinlich, ne? Ja. Also, okay. Schwanger. Nee, ich glaube, die war einfach nur dick. Oh. Marriage Guide. Okay. Schön. Kinder in einer Ehe. Eheratgeber. Erwartet das Unerwartete. Die Alltagsmagie der Elternschaft. Das neue Buch von Molly Pierce ist ein Muss für Eltern, die ihr erstes Kind erwarten und ein fröhliches, gesundes Umfeld für ihr Baby schaffen wollen. Nur, das hat ja hier super funktioniert. Bestellen Sie jetzt und erhalten Sie einen gratis Satz motivierender Aufzeichnungen. Stark genug, Volume 1 und 2. Ja, denn weißt du Bescheid irgendwie, wenn du dich umgibst in diesem Spiel und in diesem Haus, kaufe nicht dieses Buch. Oh, okay. War nicht so gemeint. Ist bestimmt total toll, das Buch. Mhm. Ich probiere das Offensichtliche. Ja. Okay. Knurz. Haben wir hier noch irgendwas? Nein. Oh, hier hängt eine Socke dran. Oder was? Heißt nicht stören. Hallo? Oh Gott. Oh Gott. What? Oh Gott. Oh, Puppenschuh. Sweet Jesus! Did you just buy half of the department store? Honey, you don't even know yet if it's gonna be a boy or a girl. Also gegengemalt hier. Okay, what shall we do? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? Early in the morning. So. Bob. Oh Mann. Ich mach wieder zu. Oh, ist das eine Actionfigur davor? So, okay, kann man. Oh, ja, bitte anzünden. Ach, das ist ja krass. Ja, coole Idee. Hochgradig verstört, aber coole Idee. Ja. Da hat Mutti wohl wahre Worte gesprochen. So, gehen wir aus diesem wunderbaren Zimmer da raus. Mm. Oh. Oh. Echt. Okay. Verlangsamt sich gerade. Oh, das ist nicht Domino? Oh, okay, alles klar. Let's find some Damensteine. Oh, dieses Bummern vom Herz. Das ist krass, ne? So, das war jetzt der zweite. Hier ist noch einer. Nö, jetzt sammle ich die nicht nochmal ein. You beat me again. Sometimes I wonder why I even bother. Good thing we didn't bet on it. What? What's so funny?
Okay. Aber wir können ihn auch nicht mitnehmen, ne? Nee. Nee. Okay. Richtig. Oh, krass. Was? Gott. Oh Gott. Ich guck mal hier kurz, wo noch irgendwie alles irgendwie normal ist. Nochmal ein paar Filzstifte mit hier rum. Mal ein kleiner Witz. Sagt der große Stift zum kleinen Stift: Na, wachs mein Stift. Ach ja. Der Schöne. Das heißt, hätte Couch on fire. So, okay, wir gucken uns nochmal kurz dieses abstrakte Bauwerk hier an. Die Frage: Ach du Scheiße, können wir hier. Oh, okay. Okay, shit. Wo sind wir? Ach du Scheiße. Also mussten wir da jetzt lang gehen irgendwie? Ich glaube, wir hätten jetzt den anderen Weg gehen müssen irgendwie, ne? Also sie hat ja den Weg immer angezeichnet. Oh, jetzt sind wir in eine Trap gefallen. Ach du Scheiße. Nicht, dass das, jetzt ist das so Dark Souls-mäßig, so jetzt sind wir tot. Jetzt müssen wir erstmal wieder lebendig werden. So, sammel fertig. Deine Seelen. Das war schnell. Das ging gut. Oh. Talking behind your backs. Oh, nee. Oh. Why? Ich meine, warum? Why hat er so eine Nase? Herr Gottschalk. Oh, nee. Jetzt muss ich wieder umdrehen. Dann siehst du, wie er wieder labert. Oh, das ist so freaky, ey. Das ist echt widerlich. Auch echt gut gemacht, ey. Das ist, ich hätte wirklich nicht gedacht, ich habe jetzt im Vorfeld nicht viel von dem Spiel gesehen. Also ich habe viel gehört und wie viele haben sie gespielt. Aber dass das so krass sein, also dass das so krass ist, hätte ich echt nicht erwartet. So total überheblich, wie ich bin, so. Wie schlimm kann der nicht schon sein, hör mal. Und jetzt so, dritte Schlüpper schon voll gepisst hier. Geht. Ja, okay. Klar. Ja. Ja, liebe Kinder, don't try this at home. Du wolltest alles auf den Gardinen. Ja. Überall. Ja, einfach die. Ja, okay. Oh nein. Wie was? Oh nein, warum? Es ist immer wieder der gleiche Raum. Ich hasse Puppen. Ich hasse, wenn wir in der Matrix anscheinend sind. Da war gerade eine Puppe in der Ecke. Ja, habe ich gesehen. Emily wants to play. Nee. Wir sind hier nicht bei Emily wants to play hier, ne? Oh, shit. Players of here und so. Aber es hochgradig verstörend, aber es hat auch seine bizarre Schönheit irgendwie, muss ich sagen. Also, ist schon. Guck mal, wie die Stifte, wie man die so wegpocken kann. Hui! Fing schön. Oh, der Steven möchte in die Matrix. Wir sind in der Matrix, glaube ich. Weil wir haben ja nicht den Löffel verbogen, sondern die Welt um den Löffel herum. So. Hier war eine Puppe. Ne? Also die Frage ist jetzt. Okay. Oh, eine Puzzle! Oh. Mann, ey! Oh Gott! Ich bin fertig, Alter. Ich bin komplett fertig gerührt. Oh. Erstmal zitternd. Mann. Das kann doch nicht wahr sein, Benny. Nein, das hört nicht auf mit den Puppen. Willkommen im Haus Beniviento. Ja, ach komm. Oh, fuck.
Katze spielt gleich alleine weiter, wenn es so weitergeht hier. Och nee. Mach die Tür zu! Scheiße. Na, Puppi? Nein, geh weg von der. Warst du das jetzt? Nein. Oh Gott, da ist noch eine Puppe. Oh, so ein Boratino hier. Oh Gott. Oh, nein. Aber es gibt da so Leute, die sich so lebensechte Puppen kaufen und bauen, so ja. Also. Weißt du? Wieso ist denn der hier gerade so rüber geschwuft? Alter. Setz dich euer Ernst. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Benny! Unser Pfand! Oh nein! Oh nein! Oh, was? Ey! Ist wirklich Benny Vento aus hier, wa? Oh, mach doch mal locker, Alter! Kommt doch mal klar! Mach die Lampe an. Mach an. Sollen wir jetzt... Können wir einfach den Raum verlassen? Ohne irgendwas mitnehmen zu wollen? Oh Gott, was ist denn das? Ich hab einmal nur umgedreht. Ey, ich bin wirklich gleich... Ich sag dir so, wie das ist. Ich bin gleich AFK. Wirklich. Ey, Benni, ey, mich nimmt das hier genauso mit. Ich find jetzt irgendwie kleine Puppen, die mich... Mama. Irgendwie terrorisieren, finde ich unigeil spielen. Okay, komm. Laufen wir weiter. Komm, ja. Das ist doch easy. Spielen wir easy runter hier. Kann ich. Ist doch... Ja, der Weg ist klar. Ich renn einfach. Oh Gott. Oh. Was ist los? Warum willst du... Nein, echt? Jetzt immer wieder in die gleiche Richtung? Kann ich... Nee, meint nicht. Meint nicht. Ja, genau. Einfach geradeaus. Nein! Oh. Das war was Schönes. Das war toll. Das hab ich jetzt nicht kommen sehen. Der kam oder warte, der war schön. Oh Gott, was mal. Wo ist er gleich hin, Benny? Ein paar Mal noch sehen. Zeig mal, Mann. Immer wieder, du weißt, wo lang du musst. Du musst da, genau. Okay. Gut, jetzt reicht's auch. Och, das war witzig. Wäre es auch mal schön, wenn man hier ein bisschen lachen kann. Ja. Theoretisch kann man ja hier hinten. Findet man hier noch was? Scheiße, Alter. Wer baut denn so eine enge Flure? Oh, echt? Dauerschleife. A Loop. Ich muss erstmal kurz mal die Tränen hier aus den Augen wischen. Das war ja aber auch. Schön. Das hatte viel Schönes. Ja. Oh, schöne, verstörende Kunst. Wunderbar. So, bestellen Sie jetzt die neue Babyborn-Puppe. Mit lebensechten Schreigeräuschen. Oh, geh weg. Geh weg. Ja. Ah! Warten. Was denn jetzt? Was? Ich hab keine Ahnung. Was?
Ach, wir sind hingefallen. Wir sind einfach bloß hingefallen. Naja, das kann schon mal passieren. Aha. Wird, also, das ist ja ein Spiel. Das ist ja mal ein Spiel, mein lieber Herr Gesangsverein. Diese Poppenscheiße hier irgendwie. Kann man das nicht mal aufräumen? Was soll das? So als Strafe in diesen Schrank gestellt. Das wäre doch dein totaler, das wäre doch dein Horror, oder? Ja, oh, guck mal hier, der kleine Zinnsoldat. Au! What is this crap? Oh, I'm sorry, Princess. No, don't cry. We'll get you a new one. Or better yet, Daddy's gonna buy you another dolly. So your other dollies can have a new friend. Aha. Ja, nee, würde ich vielleicht nicht machen an der Stelle. Knirsch. Okay, der Raum ist immer noch identisch. Was? Das freut mich. Können wir noch irgendwas machen? Naja, das ist halt natürlich insofern schwierig. Ich weiß nicht, ob wir jetzt... Oh. Tatsächlich weiß ich noch nicht, ob wir vorhin hätten wirklich... Ja, genau. Oh, mach die Tür zu, Alter. Oh Gott. Bleiben wir jetzt immer. Treib's nur, gib das her hier. Gib die Scheiße her, nochmal spinnst du. Oh Gott. Was passiert, wenn du so wegnimmst? Okay, also... Oh Mann. Okay, wir können hier ja nicht... Okay. So, waren wir jetzt... Wir sind der böse Mann wahrscheinlich auf dem Bild, wa? Oder? Würde ich so sehen. Gut, dass es verschlossen ist. Sind wir jetzt wieder im Keller? Also sind wir eigentlich immer noch im Keller? Das ist eine gute Frage. Dadurch, dass wir ja wieder in unserem Arbeitszimmer waren, kann ich dir das nicht beantworten, die Frage irgendwie. Also, wo ist hier schon oben, wo ist unten hier? Das ist... Hier würden sogar zumindest so ein, zwei Puppen gehen. So in diesem Szenario. Okay, das sind mir schon wieder zu viele. Und die Musik fängt so an zu eiern. Das finde ich ja mal ganz schlimm. Dann wirst du schon gleich fliegt die Scheiße durch den Ventilator. Ach, guck mal hier. Mit Aufziehschlüssel können wir den nehmen? Ja. Ja. Cool. Und hier für den... Oh nee, so ein Springteufel? Da ist bestimmt irgend so ein dreckiger Clown wieder drin, komm. Springteufel nennt sich das. So. Und? Macht er was? Oh, ich ahne nicht, Judith. Ich meine, prinzipiell, ne? Oh Gott. Die Musik ja. Ist noch akzeptabel. Die Lichter sind eigentlich sehr angenehm. Und dennoch denkt man so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mmh. Oh, so, oh guck dir die Puppen an, wie sie noch stehen und das Bild. Tschüss, bitte. Gleich ist vorbei, gleich sieht's anders aus. Ja, gleich wird scheiße. Oh, ja. Oh je, oh je. Jetzt hat er dieser dreckige Clown. Oh Gott! Oh, nee! Oh, nee. Ah, super.
Alter, das muss man erstmal sacken lassen, den Dreck, ey. Boah. Flauschige Fälscher lachen über mich. Liegen still zwischen Spielsachen. Kein Spielzeug erlaubt. Das ist mal das ist richtig krasser Scheiß hier gerade irgendwie. Jetzt. Oh. Ich kann auch nicht so viel sagen, ne? Also auch wenn ich nicht spiele und so, aber ich glaube, ich bin dir heute keine große Hilfe. Doch, Benny, wie du bist da. Das ist mir mehr Hilfe als alles andere gerade. Also das ist schon wirklich heftig hier gerade irgendwie. Also das ist. Man mag es jetzt ja nicht so glauben, weil das alles so puffy-fluffy-mäßig hier aussieht, aber. Ich glaube, das intensiviert noch diesen Effekt zusätzlich irgendwie, dass hier was ganz Schlimmes passiert ist. Ah, oh, kann man nicht raus. Okay, warum kann ich nicht raus? Was soll ich tun, Benny? Was soll ich tun? Spieluhr, noch irgendwas? Nee. Achso, guck mal, Bett. This was a special brush. Like a horsehair brush, but different. At that point, I hesitated. Will this really work? Fuck it. I was already halfway through, and besides, it's not like I can just put it all back and forget the whole thing. Ja, schön, erstmal eine Haarsträhne von der Tochter genommen. Okay, und das war wahrscheinlich das Teil, was wir jetzt für unser Bild brauchen. Wow! Klar! Sie guckt einfach mal so rein. Hat ein Auge auf uns. Nice. Oh, also was. Fuck, Alter. So ein Interieur, was dir gefällt wahrscheinlich hier. Oh Gott, das ist der. Vor allem, wer. Kann man auf so eine Idee kommen? Ja, na, vor allem, wer sagt denn, ich brauch mal hier, keine Ahnung, 8000 Puppen, bitte. So, aber komm, lass uns mal die Haarsträhne unserer Tochter benutzen, um weiter zu malen. Bin mal echt gespannt, was soll das werden? Ach, Gott, Alter. Ach Gott! Zombie oder was? Macht er ein Selbstporträt? Vielleicht? Ja, durchaus möglich, ne? Durchaus möglich.